So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite. Wie ihr seht, ich habe ein paar Tage gewartet, allerdings hat's von den Parts hat man es nicht gemerkt. Die Gute Vibes-Aufträge sind mittlerweile da. Schauen wir uns gleich an, was wir da zu tun haben. Was ist das? Du hast Battle Pass Level 100 erreicht. Erhalte alle 100 Battle Pass Belohnungen. Habe ich doch schon. Um Bonusseiten freizuschalten, auf denen dich noch mehr Belohnungen erwarten. What? Glaube nicht. Nee, das haben wir doch alles schon. Wir haben doch alles, ne? Was für Bonusseiten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das passt schon. Nee, das sieht mir schon passend aus. Seite abgeschlossen, Seite abgeschlossen, Seite abgeschlossen. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Was für Bonusseiten? Hier ist ja auch nichts mehr. So. Ne? Nee. Nee. Lassen wir uns nicht ablenken. Lassen wir uns nicht ablenken hier. Und gucken uns die. Warum hat Dragon Ball jetzt Ausrufezeichen? Ach so, weil ich die noch nicht gemacht habe. Ja, aber das ist jetzt ja nicht mehr wichtig. Hä, das ist jetzt aber neu dazugekommen. Die haben jetzt. Oder ich habe das noch nicht richtig gelesen. Ist egal. Jedenfalls müssen wir es nicht machen. Ah, doch, deswegen ist ein Ausrufezeichen, weil das neu dazugekommen ist. Die haben jetzt bei den Ausdaueraufträgen noch irgendwie noch mehr dazu gepackt. Warum auch immer, braucht man nicht. Okay. Wöchentlich ist auch neu. Nee. Ganz wilde Momente hier. Aber Gute Vibes ist neu. Und ich meine, ach so, ja, klar, erstmal Geräteverbindung. Wir erfahren ja gar nicht, was man tun muss. Richtig. Aber das ist jetzt dann auch das Letzte. Na, das ist jetzt der letzte Teil von Gute Vibes. Das heißt, alles, was ich jetzt verfolgen werde, ist Gute Vibes. Ach so, und den Schrottriss. Den Schrottriss verfolge ich natürlich noch. Ja, aber ansonsten verfolge ich Gute Vibes. Zack, los geht's. Wir sehen uns, wenn es losgeht. Bis gleich. So, da geht's auch gleich los. Im Hintergrund ist Kyumo auch schon an. Und wie gesagt, Hauptziel ist jetzt, die Vibes-Dinger zu machen. Deswegen, okay, ich muss hier irgendwo landen. Das ist doch gleich mal zu wissen. Dann nehmen wir uns den hier einfach. Und dann können wir da auch gleich loslegen. Denn alles andere bringt jetzt nichts, ne? Alles andere ist jetzt völlig irrelevant. Auch gewinnen ist jetzt irrelevant. Es geht nur darum, die Aufträge zu erledigen. Ich muss also schauen, dass ich das möglichst sicher machen kann, beziehungsweise ja, hoffen, dass ich die Möglichkeit dazu bekomme und habe. Also natürlich müssen wir uns trotzdem erstmal ausrüsten, aber das kann man gleich in dem Haus da machen. Gut ausgerüstet. Ich habe mich richtig gut ausgerüstet. Ist hier eine Truhe wenigstens? Okay, da ist eine Truhe. Okay, das ist doch schon mal Ausrüstung. Nicht viel, aber ein bisschen. Oh je. Okay, wo muss ich hin? Dahin. Perfekt. Na dann, auf geht's. Hi. Da sind wir doch schon mal schneller unterwegs hier. Da ist noch was Hübsches. So, dass wir ein bisschen was zumindest haben. Man weiß ja nie, ne? Wir wollen ja auch so lange überleben wie möglich. Oh shit.
komm, wir setzen mal die. Sie ist halt trotz allem grün. Und sie hat mich gerade gerettet. Sheesh. Okay. So, aber wie gesagt, ich wollte hier gar nicht jetzt großmächtig in den Kampf verwickelt werden. Na gut, die Grüne können wir dann trotzdem auch ersetzen. So. Okay, also da drüben irgendwo muss ich hin. Da muss ich hin. So, was soll ich hier tun? Startdaten, sammle die Startdaten. Des Fundaments bei Sanctuary. Und wo sollen die jetzt sein? Ah, ich bin nicht ganz dort, wo ich hin... Nee, das ist hier. Ach, da drüben. Da ist ein Ausrufezeichen aufgetaucht. Alles klar. So. Jetzt sind die nächsten woanders. Ich gehe wieder in die Mitte und gucke, wo das nächste Ausrufezeichen auftaucht. Waren da noch mehr vielleicht? Bin ich doof? Hätte ich da zwei, waren da zwei Kisten rumgestanden? Jetzt ist ein... Ah, man muss in die Nähe kommen. Okay. Jetzt ist ein Ausrufezeichen aufgetaucht. Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Offenbar ist er nicht geflogen. Ich weiß, dass er manchmal bei seiner Statue über den Sinn des Lebens nachdenkt. Hier rüber. Zum Glück sind wir in... Oh, das ist sehr praktisch, dass wir in der Zone sind. Das ist sehr praktisch. Aber auch nicht. Weil da natürlich viel Party ist jetzt. Aber wir werden schon irgendwie hinkommen. Da ist einer auf einem Tier unterwegs. Aber der betrifft mich nicht weiter. Ich könnte mir eigentlich den Shinnochun kaufen. Ja, das ist halt jetzt das Problem. Komme ich da nicht hoch? Shotgun. Der ist woanders, ne? Ja, der ist irgendwo anders. Ach, da drüben hüpft er rum, okay. So, wir müssen irgendwie auf die Insel kommen. Möglichst unbemerkt. Es wird nichts werden. Und ich habe kaum Schild. Ey, kaum ist falsch. Ich habe kein Schild. Naja, Hecht. What the fuck war das denn? Hecht mir halt mal rüber. Oh, ich kann hier gar nicht schwimmen. Das ist ungünstig. Jetzt schwimmen wir kurz. Was ist das? Da drüben. Ja, bin unterwegs. Das Fundament würde das nie freiwillig zurücklassen. Etabliere eine Geräteverbindung. Und wo dies... Ach, scheiße. Okay.
Dann war's das für die Runde. Mit Mission. Immerhin den ersten Teil konnten wir abschließen. Okay. Immerhin den ersten Teil konnten wir abschließen. Ach lol, das wusste ich noch gar nicht, dass hier so ein Aufwindstrom herrscht. Das war mir noch überhaupt nicht bewusst. Ich wollte jetzt hier eigentlich nicht reinrutschen. Okay. Wieder was gelernt, schätze ich. Wo sitzt der Kugeltyp hin? Weg. Das passiert wahrscheinlich, wenn man hier springt, passiert es, oder wie? Nee. Geht es nur am Rand? Ich habe keine Ahnung. Ist aber auch egal. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir nehmen jetzt erstmal eine Mission an. So. Damit es hier ein bisschen spannender wird. Falsche Waffe. Schade. Okay. Aber eigentlich auch gut, weil dann können wir gleich weitermachen. Wir sehen uns also gleich wieder, wenn es weitergeht. So, wir sind unterwegs und haben auch gleich unser Ziel erreicht. Und raus. So. Die Frage ist nur, wo kriegen wir jetzt schnell Waffen her? Schwierig. Wenn der Besucher nicht an seinem üblichen Ort ist, ist echt was faul. Finde den Besucher. Oh, da drüben ist der. Okay. Was will ich denn mit den scheiß Reifen? Oh je. Na, will ich mich jetzt noch ausrüsten oder will ich erstmal hinlaufen? Komm, wir laufen erstmal hin. Da wird schon nicht gleich einer mit auf mich warten. Wo kommt das Auto her? Aber das sieht vom Spiel gesetzt aus. Oh! Ich glaube, wir haben uns genug gleich ausgerüstet. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, die kann weg. Gut. Das sollte doch erstmal reichen. Da drüben ist der Besucher irgendwo. Da ist der Besucher. Er ist nicht hier. Check die Kameras. Zumindest etwas vom Besucher. Wo
Jetzt muss ich da hoch, ja? Warum ist denn gerade jetzt hier Party? Das ist doch scheiße. Nichts zu sehen. Oh, das ist sehr gut. Okay, so. Ich komme da nicht raus. Da komme ich raus. Was sollen die Kameras denn filmen? Ich weiß, dass du das alles hier irgendwo aufgenommen hast. Okay, wo ist die letzte? Wird nur nicht angezeigt. Stabil. Irgendwo in die Richtung. Da ist sie, okay. Quest-System aus der Hölle. Nur statisches Rauschen. Die Kamera ist hinüber. Und wieder eine Geräteverbindung etablieren. Natürlich. Wo denn? Wo denn? Da oben? Ach, komm schon. Komm ich da noch schnell hin jetzt? Das ist doch Müll. Wie kommt... Wieso stellen die Leute ihr Auto wieder so hin, dass man da nicht raus... Wie soll man da rauskommen? Hält diese Wand noch aus. Okay. Einen Ausgang muss man sich halt manchmal bauen. Das würde ich niemals, werde ich das schaffen. Aber ich habe sonst jetzt hier nichts zu tun. Nein, lass mein Auto in Ruhe. Oh my goodness. Na gut, so. Ja, zum Glück sind wir genau bei einer Tankstelle. Das ist ja hervorragend. Ohne Umschweife weiter. Wie viel Benzin hast du noch? 53, let's go. Besser wie nix. Alles besser wie nix. Einmal durch Tilted Towers durch. Ey, die Map ist schon echt groß. Also da kann man nichts sagen. Das ist schon eine sehr, sehr große Map. Die Spieler werden da schon relativ gut erstmal verteilt. Oh, wieder querfeld ein. Ja, ja, das hat doch ganz gut funktioniert. Das hat doch sogar sehr gut funktioniert. Wir haben es tatsächlich noch geschafft. Ein bisschen dauert es noch, bis die Zone kommt. Na, da ist sie schon. Aber trotzdem können wir schnell einfach nur über den Kollegen drüber fahren. Ja, alles gut. Perfekt. Spüren wir die Imaginierte auf. Sie ist bestimmt da, wo die Action ist.
Die imaginierte. Die eingebildete, oder was? Wo soll die jetzt sein? Ah, scheiße. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder drei Kameras dann oder so, ne? Tanze 5 Sekunden lang auf der Haupttanzfläche bei Wave Cave. Ach, das ist die Aufgabe. Okay. Ja, dann hat sich an der Stelle jetzt wieder die Mission verabschiedet. Von allem, was wir tun konnten bisher. LOL. Was ist denn hier passiert? Der Reifen kann weg. Aber was ist denn, warum hat es denn hier so viele Tränke? Ich meine, mir soll es recht sein, aber wo kommen die her? Egal. Das sind auch so viele. Da muss irgendjemand... Ach, vielleicht so ein Lama. Das, ja, das war ein Lama. Das erklärt auch den Riss. Da hat jemand ein Lama zerschossen. Das war so ein Lama. Okay. So, dann nehmen wir unseren 10. Auftrag an, auch wenn es nichts mehr bringt. Aber warum nicht? So. Ach ja, musste man nicht in einem Zelt sich irgendwie regenerieren? War das nicht auch eine Art Auftrag? Kann ich jetzt aber gar nicht machen. Siehst du, ist schon dumm. Ist schon dumm. Nehmen wir das Zelt doch mal mit. Ne, wie kann ich das wieder mitnehmen? So. Hat gut geklappt. So. Okay, jetzt zieht sich wieder alles zusammen. Brauche ich ja, nee, bringt mir nichts. Ich habe alles voll. Bringt mir halt wirklich nichts. Okay. Wo sind wir? Da drüben. Da drüben irgendwo, ja? Okay. Ah, ich kann mich an nichts festhalten. Ach, das ist doch lame. Jetzt kann ich. Oh mein Gott, das funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, die Person ist auch schon wieder ein bisschen weitergezogen, scheinbar. Ah, das macht ja nichts. Lol. Das war ja einfacher als gedacht. Und nicht mal notwendig. Okay, wo muss ich als nächstes hin? Darüber, okay. Ich habe keinen Schaden davon gezogen. Nichts. Crazy. Crazy. Na gut, okay. Oh, da kommt was.
So, gleich haben wir es. Dann lassen wir das Zelt liegen, den Greifarm auch und nehmen Kamehameha und Shinjutsun mit. So. Aber das jetzt, man merkt es halt auch so ein bisschen, ne? Das jetzt ist halt alles nur optional. Eigentlich könnte ich mich auch umbringen und direkt die Mission weitermachen, weil ich will gar nicht das normale Spiel. Das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Oha. Was da passiert? Ach so. Liegt eine Menge rum. Was ist denn hier passiert? Das blaue Ranger-Sturmgewehr wollte jemand nicht haben. Da hat jemand bessere Ausrüstung als das scheinbar. Okay. Oh, was liegt denn da? Oha! Okay. Oh, jetzt wird es aber schwierig, sich zu entscheiden, muss ich gestehen. Na komm. So. Konnten wir das nochmal werfen? Ich habe es vergessen. Ach so. Okay. Oh, schade, nicht mehr getroffen. Na, macht nichts. Da fliegt einer mit Wolke. Aber sind nur noch 5 Spieler, okay. Wenn ich jetzt nicht komplett einen Müll baue. Dann gewinnen wir das hier noch. Spielen wir mal auf Ernst. Scheiße. Ah, gerade jetzt ist er weg. Gerade jetzt ist der Typ weg. Ärgerliche Momente. Nur noch 3 Spieler. Ich bin einer davon. Also sind nur noch 2, die rumlaufen. Einen davon haben wir gesehen. Der ist da weiter hinten gewesen. Ich werde jetzt nicht Shinjutsun zünden. Der Wolf hat jemanden gecheckt. Und wir checken den. Fuck. Okay, der hat mich jetzt auch gecheckt. Das ist ärgerlich. Ah, Mist. Mann, ich bin so schlecht mit dieser Waffe. Interessant wird es jetzt, wenn der andere dadurch auch aufmerksam wird, übrigens. Ach, komm schon. Oh. Fuck. Der war woanders. Schade. Ärgerliche Momente. Das war nicht, was ich wollte.
Mist. Wo ist der denn? Schade. Es war ein Versuch. Egal. Okay. Ja, ist in Ordnung. Lass mich weitermachen. Gleich in die nächste Runde. Geräte-Ding. Nee, Quatsch. Wir müssen tanzen. Bei Dings müssen wir tanzen. Ja, genau so. So, da sind wir wieder. Wir wollen also hier hin. In die Wave Cave. Also müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir aussteigen. Und dann geht's weiter. Und raus. Ich würde schon gerne alles in dem Part jetzt hinbekommen, muss ich ja gestehen. Oh, ich bin zu weit. Ah, ich bin zu schnell runter. Scheiße. Ich bin zu schnell runter. Mist. Aber passt schon. Okay. Wir können erstmal üblicherweise hier starten, wo eine Kiste auch meistens ist. Irgendwo. Da nämlich. Sehr gut. Okay. Da. Okay. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mit der Kugel. Am besten nach innen. Wo wir dann hoffentlich in Ruhe ein bisschen tanzen dürfen. Nicht von den Kollegen gestört werden, die hier auch rumsausen. Ja, das ist jetzt nicht so gut. So. Wie tanzt man? Das ist kein Tanzen, scheiße. Ah, wie tanzt man? Hello? Ist das überhaupt richtig hier? Tanze 5 Sekunden lang auf der Haupttanzfläche bei Wave. Wie tanze ich? Ach, warte, Fortbewegung. Nein, Emotes. Spray-Motive. Handschritte. Wenn Ärger in Sicht wäre, hätte sie sicher ihre Schilder aufgeladen. Gefunden. Erstmal lernen. So. Stelle Kondition oder Schilde wieder her, indem du Schlürfässer. Oh nee! Ich habe gerade 30 kaputt gemacht. Muss ich... Nein, jetzt habe ich zu wenig. Oh nö. Oder zählt es... Also reicht es einfach, 3 kaputt zu machen? Oder muss es auch den Effekt haben? Weil das wäre das dritte. Ja, aber das zählt nicht, weil ich es jetzt... Oh, nee! Jetzt muss mich irgendjemand kurz mal abschießen. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Nein, ist keine gute Idee. Oh, wo kann ich denn mal schnell Schaden nehmen, bekommen? Scheiße. Oh, das ist jetzt dumm!
Oh, das ist so ein Tresor-Ding. Oh, das ist jetzt richtig dumm. Ach komm, wisst ihr was? Ich mach's. Nein, da kriegen wir Schaden gleich her. Hey, ich bin hier. Checkt ihr mich nicht? Wo ist der? Bisschen mehr, bisschen, du musst mich noch ein bisschen öfter treffen, bitte. Hallo. Okay, perfekt, danke. Scheiße. Ach, Mist. Okay, gleich wieder rein. Ach, so ein Käse. Ja, es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Wir sehen uns gleich wieder. Ein Fass muss ich noch zerstören. So. Ich muss schon längst aussteigen. Ach nee, eigentlich ist es egal. Ich brauche ja nur Fässer. Ich brauche ja nur Fässer. Ich muss ja gar nicht extra dorthin. Ich weiß halt, dass da Fässer sind, aber vielleicht sind woanders ja auch noch Fässer. Wo sind denn noch Fässer? Sind hier irgendwo, sind hier unten Fässer? Nee, ne, ich glaube nicht. Egal. Doch, doch, natürlich, bei Tankstellen sind auch oft Fässer. Wir gehen mal hier runter und hoffen, dass da Fässer... Ja, ich sehe jetzt schon Fässer. Sehr gut. Dann wissen wir gleich, was wir als nächstes machen müssen. So. Wieso hat das jetzt nicht gezählt? Muss ich Schlürfässer in der Wave Cave? Scheiße. Habe ich wieder nicht richtig gelesen. Stabil. Okay. Aber ein bisschen Schild müssen wir uns jetzt auch schon aufladen. Das hilft nichts. Lass mir erstmal heil zur Wave. Ja, okay, aber den darf ich jetzt nicht trinken. Sonst bin ich wieder komplett voll. Das ist dann schlecht. Komplett voll darf ich jetzt nicht werden. Aber ein bisschen Waffen noch besser, ein bisschen bessere Waffen noch mitnehmen. So, das. Und noch ein bisschen Munition, dass wir hier auch klarkommen. Und dann war auf dem Dach noch was, glaube ich. Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Doch, kommen wir. Striker Salvengewehr. Ja, komm, ersetzen wir. Gut. Und dann fahren wir eine Runde zur Wave Cave. Klappe. Eine Runde zur Wave Cave. So. So, reicht es hier außen schon ein Fass kaputt zu machen, wenn man eins finden würde? Da ist keins. Munition. Besser. Bevor ich abgeschossen werde, hätte ich gerne gleich ein Fass. Da ist ein Fass. Sie ist weg. Lass sie bitte nur. Finde einen Hinweis zum Aufenthaltsort der Imaginierten. Okay, ich habe da was eingetragen bekommen. Das muss irgendwo da oben sein. Nein, jetzt läuft da jemand. Ich kriege die Krise. Hier? Oder weiter oben? Also ich bin jetzt an dem Ort. Und vielleicht entweder weiter unten. Entweder weiter unten. Hier irgendwo.
Shit, wo ist denn das alles? Oder hier? Ja, hier. Paradigma an die 7. Initiiert die höchsten Sicherheitsprotokolle. Geräteverbindung etablieren, okay. Okay, Geräteverbindung etablieren kriegen wir hin. Muss hier nur heil wieder rauskommen. Ich will hier eigentlich gar nichts tun. Ich will auch gar nicht Oh! Mist! Okay. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Geräteverbindung etablieren. Wo ist es am sichersten? Da. Wir gehen darüber. Da sollte ich Ruhe haben. Okay. Wie gesagt, ich mache das jetzt in einem Part. Ich will das nicht auf zwei Parts ausdehnen. Dann ist der eine Part halt ein bisschen länger, so das ändert ja nichts. Okay. So, wo ist der Punkt? Da ist der Punkt. Ja, machen wir. Sprich mit der 7-Wache Sven. Hi. Würdest du... Okay, machen wir es so. Machen wir es halt so, meine Güte. Ich will da oben drauf landen. Oh, es regt mich so auf. Ich habe noch keine Waffe. Ich will dieses Ding nicht haben. So. Da ist die Waffe, die ich gesucht habe. Okay. Alter, der Wolf. Okay, Wolf, wo müssen wir hin? Sag mal den Weg. Da müssen wir hin. Ab zur 7-Wache Sven. Okay, let's go. Da springen wir lieber nicht rein. Bist du die 7-Wache, Sven? Yes. Der Orden war wohl schon seit Wochen nicht mehr hier. Finde eine Wache, die uns sagen kann, wo sie sich als letztes aufgehalten hat. Sprich mit der 7-Wache, Sven, ja. Die ist da drüben! Oh, come on! Cool. Richtig nice. Gibt es irgendeinen Weg, da schnell rüberzukommen? Fürchte nein. Oh. Supports oder so gibt's nicht, ne? Habe ich noch nichts von gehört. Wird's nicht geben. Okay. Ja, blöd. Ich überlege jetzt, ob ich einfach direkt zur Lobby zurückgehe. Oder ob wir uns ja halt durchkämpfen. Oh, was ist mit diesen Dingern? Was können die eigentlich? Team Neustart einleiten. Erfordert Neustartkarte.
Also scheinbar kann ich das nicht. Team Neustart. Ich denke, das ist auch nur, wenn man zusammenspielt. Kollege. Sehr schön. Sollte nicht aussehen, als ob ich drauf gehen möchte, aber so geht's schneller. So, wir sehen uns gleich wieder. So, nächste Runde. Wir müssen also hier hin. Da kommen wir direkt dran vorbei. Da werden auch alle aussteigen, weil da auch das Haus der Schildkröten ist wahrscheinlich. Na gut, wir müssen ja nur kurz quatschen. Theoretisch kurz quatschen und dann können wir schon wieder drauf gehen. Also wenn man das am Stück machen will, ist das echt bescheuert. So einfach mitten in der Mission, wenn man eh die Runden spielt, okay, aber ich habe keinen Grund mehr, die Runden zu spielen. Fortnite verliert dann komplett die Basis, wenn man die Missionen durch hat, wenn man nichts mehr braucht. Wenn man Level 100 ist mit dem Battle Pass, so, wozu sollte ich jetzt noch spielen? Was habe ich davon? Wahrscheinlich denke ich da auch zu gewinnorientiert, aber macht ja nichts. So, da ist er. Svenja! Sie wurde vor ein paar Tagen gesehen. Ich markiere ihre letzte Position auf der Karte. Finde einen Hinweis zum Aufenthaltsort des Ordens. Okay. Wo müssen wir denn hin? Oh yeah, okay, jetzt geht's zum Boot. Jetzt geht's zum Boot. Das ergibt total viel Sinn, weil das der neue Abschnitt ist. Alles klar. Jetzt geht es zum Boot. Ich sag, das ergibt wirklich Sinn. Oha. So, wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Okay. Bisschen Munition haben wir. Schild ist voll. Let's go. Brauche eigentlich nur mein Boot. Ja. Dann müsste ich hier möglichst heil rauskommen. Und zwar fahren wir am besten... Ah, ich dachte, man kommt da mit dem Boot hin. Hä, wie ist dann das Boot da reingekommen? Okay, das ist schlecht. Aber dann fahren wir hier hin. Okay. Dann fahren wir da rüber und schauen halt, dass wir unseren Weg irgendwie da reinfinden. Ich will jetzt nicht nochmal eine Runde neu starten müssen. Ehrlich gesagt. So, hier kurz die Truhe mitnehmen, die nicht da ist. Wo ist die Truhe? Ach, da oben. Ja, stark. Nicht so, nicht so. So, genau so. Nein, jetzt ist immer... Oh, jetzt ist wieder falsch. Nee, passt schon. War schon richtig. Alles gut. Alles gut. Ja, leider kein schnelles Fortbewegungsmittel, aber es macht nichts. So weit ist jetzt auch nicht. Bis die Zone zugeht, dauert es... Oh, Auto! Optimal. 61% reichen vollkommen aus. Let's go.
Sehr, sehr schön. Hab kein Interesse an dir. Ich habe immer noch kein Interesse an dir. Das ist nicht so gut jetzt. Okay. Okay, ich muss safe auf das Boot drauf. Oha. Oh, DMR. Die ersetzen wir mal. So. Da unten. Da ist, was wir wollen. Oh, da liegt jemand. Nee. Hinweis aufsammeln. Wissenschaftler, Ursprung, bitte komm. Ich glaube, das war's. Es kommt keine neue Mission mehr. Okay. Dann schließen wir die Runde jetzt noch vernünftig ab und dann ist gut. Weil ich glaube, jetzt haben wir, ne, hier Vibes. Jetzt ist Teil 8 noch verfügbar. Okay, in 14 Tagen. Alles klar. Oha, man kann die Kanone steuern. Was? Sick. Oh, die macht ja richtig viel kaputt, so eine Kanone. Wollen wir damit auch runterfallen? Oh, lol. Okay. Oha. Sind die doof? Haben die sich gerade unter Wasser... Hä, ist der irgendwie dumm? Oh, shit. Ja, ich würde sagen, die sind dumm, aber ich bin's auch gerade. Ja, schlecht jetzt. Schwierige Momente. Das wäre ein Tier oder sowas ganz praktisch. Ja, hi. Nein, komm her. Ich rette dich, ich tue dir nichts. Abflug. So. Dann spielen wir die Runde noch zu Ende. Aber wie schon gesagt, es ist die... Die Motivation jetzt zu gewinnen ist einfach nicht vorhanden. Es ist mir eigentlich egal. Was es nicht sein sollte, aber es ist halt so. So, auf wen hat die geschossen? Ach so. Ja, da hat sie schon ordentlich Schaden gemacht. Wir haben dann mal den Rest aufgeräumt. So kann's gehen. Sehr schön. Das sind doch Waffen, die sich sehen lassen können, oder? Okay, wo müssen wir als nächstes hin? Okay, darüber. Let's go. Aber daran sieht man auch, man hätte sich jetzt nicht bei den ganzen anderen Missionen so übertrieben fokussieren müssen auf, oh, ich muss jetzt... Wobei, auf die Zeitmissionen schon, ne, die also nur eine Woche lang gehen oder so, wie die Dragon Ball-Dinger. Da muss man sich schon so ein bisschen drauf fokussieren. Aber alles andere, das passiert einfach mit der Zeit. Da muss man nicht übertreiben. Gut zu wissen für den nächsten Battle Pass. Dass man das zeitlich alles auf jeden Fall schaffen kann.
Das hätte ich schon noch gerne. Okay. Wobei, warte mal. Jetzt wird schwierig. Machen wir es mal so. Ich hätte gerne noch ein Kamehameha-Finale. Das wäre cool. Wo wird geschossen? Hier drüben irgendwo. Sieht man da jemanden? Nee, man hört nur immer. Wildwolf Bunch of Numbers ist mein Gegner. Wo ist denn Wildwolf Bunch of Numbers? Da drüben. Okay. Naja. Dann gehen wir doch Wildwolf Bunch of Numbers mal entgegen, würde ich sagen. Oh, mein Tier ist gleich durch. Okay, Tier, tschüss. Nice. So stelle ich mir das vor. Ich krieg halt nicht mal das Gold, weil ich 5000 habe. Aber genauso stelle ich mir das vor. Oh mein Gott, war das gut. Okay, was haben wir denn hier Hübsches? So, jawohl. Jawohl. Alles sehr schöne Dinge. Dann nehmen wir doch mal statt dem den mit. Oh, 6 Stück sind das sogar. Stark. Okay, wo geht's hin? Wohin geht's weiter? Darüber. Okay, alles klar. Ah, Klappe. Normaler Vogel. Uninteressant. Hoppala. Ach, da ist mein Bäumchen. Was hat denn mein Bäumchen so für mich gerade im Angebot? Hast du irgendwelche Früchte? Nee, weil ich erst das Unkraut jäten muss. Oh, noch mehr Unkraut. Frech. Da wachsen epische Früchte heran. Legendäre Früchte sogar. Nice. Okay, naja. Naja. Es war ein Versuch. So, immer den Schüssen hinterher. Und wo denn? Wo ist denn der? Ach, da! Schade. Ich hoffe, ich habe ihm ordentlich gegeben. Na gut, es war ein Versuch. Okay, ich habe ihm nicht ordentlich gegeben. Ist in Ordnung. So, raus da. Raus, raus, raus. Wir haben... Oha, was ein Bild. Wir haben... eine Stunde gebraucht für alle Aufträge. Mit Unterbrechungen. Also wenn man sich halt zwischendurch umbringt, geht schneller. Ne? Aber das war jetzt mal wieder kurz ein Moment, um... weshalb ich spielen wollte. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sein... Brauchen wir jetzt Fortnite erstmal nicht mehr machen.
Weil 14 Tage bis Teil 8. Die Woche 12 Aufträge können wir dann auch später mal machen. So, ich werde jetzt ein paar Tage erstmal pausieren. Ich sehe aktuell nicht so die wahnsinnige Motivation. Wenn es irgendwelche kleinen Aktionen zwischendurch gibt, mache ich vielleicht ein Video dazu. Aber ansonsten bringt mir das gerade nicht so wirklich viel. Insofern, danke fürs Zuschauen und tschüss.